Kennst du das auch? Du kannst alles sagen, aber unter 5 Minuten. Und dann bist du auf einmal 15 Minuten und quatscht über dein Thema. Willkommen in meinem Leben. Mein Name ist Sandra Staub und heute Abend habe ich einen Profi eingeladen, wenn es um Videos geht, die man kürzer machen muss. Denn für Social Media brauchen wir diese kurzen Hochformat-Videos, die du garantiert schon gesehen hast. Seine Stories, Reels oder richtige TikToks. Und jetzt habe ich mir heute den Franz eingeladen und ich freue mich schon seit Tagen darauf, dass Franz dabei sein wird, denn das ist ein mega großes Thema. Lieber Franz, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Es freut mich sehr, hier zu sein und über eins meiner Lieblingsthemen zu reden, und zwar ums Kürzen. Ich finde, wir reden alle viel zu lange und ich bin dafür da, um euch zu zeigen, was man aus eurem Gefase alles wegstreichen kann, weil keiner hat mehr Zeit. Keiner hat Zeit, Content zu produzieren und keiner hat Zeit, Content zu konsumieren. Also müssen wir uns dementsprechend anpassen und wir haben uns ein tolles Beispielvideo rausgesucht, oder Sandra? Naja, wir haben uns ein Beispielvideo von mir rausgesucht. Ob das jetzt so toll ist, offen gesagt, dürft ihr da draußen feststellen, ob ihr es interessant findet. Denn ich glaube, ganz viele, gerade in der Social-Media-Marketing-Branche, mit der ich mich ja umgebe, haben genau das. Ich setze mich einmal pro Woche vor die Kamera, laber da 20 Minuten in die Kamera, habe ein Thema, das mich vielleicht selbst total anzündet, wo ich sage, yes, cool. Und der Rest der Welt denkt sich, oh mein Gott, es ist langweilig. Und nach 7 Sekunden hast du null Zuseher und niemand guckt mehr genau hin. Und das ist irgendwo traurig. Und man denkt sich immer so, hey, ich habe so viel Aufwand getrieben, um es zu machen. Und dann kommt der Franz ums Eck und sagt, lass uns mal gucken. Übrigens, für alle, die mich nicht kennen, ich mache Social Media Marketing mit meiner Agentur in München und mir begegnet das täglich, dass die Leute uns sehr lange Streams zukommen lassen oder sehr lange Videos. Und Franz, wie lange machst du das schon? Also Videoschnitt an sich mache ich im Prinzip mein ganzes Leben gefühlt. Also ich bin jetzt 25 und ich habe mit Videoschnitt angefangen, also so richtig aktiv, seitdem ich 12 bin. Ich sage immer, ich bin mit der Muttermilch und mit dem Algorithmus aufgewachsen. Also ich habe quasi alle Phasen durch, die man als YouTuber durchhaben kann. Mittlerweile bin ich in der Phase, um den Content für andere zu machen. Das ist so die Kurzfassung. Ja, also mache ich sehr lange schon. Das heißt, du bist auch nicht in der, bist du in der Phase gewesen, wo du gehackt wurdest? Auf YouTube? Nein. Aber ich hatte schon die Phase, wo ich mehrmals gesperrt worden bin, wegen sämtlichen Gründen. Ach, sehr gut. Das heißt, alle, die heute zugucken, haben einen echten Profi vor sich. Jetzt für alle, die natürlich sagen, worum geht's? Ihr könnt uns jederzeit noch Fragen stellen. Der Chat ist offen. Wir können euch einblenden. Wenn ihr nicht genannt werden wollt, dann schreibt das vielleicht gerne hinten dran. Dann kann ich das sehen. Franz hat sich vorbereitet. Ich habe es ja schon angekündigt. Franz hat richtig viel Zeit investiert und ich finde es so cool, denn fang doch mal bitte an und erzähle uns, was du gemacht hast. Wie ist denn dein Prozess? Der Prozess ist nicht schön. Der ist nicht sexy, der ist nicht cool, aber coole Produkte oder coole Resultate bekommt man, indem man sich viel Aufwand macht. Das ist leider die Realität. Also, das möchte ich, dass es auch nochmal hervorgehoben wird. Dieser Prozess, der ist nicht gut zu automatisieren und es braucht eine Person, wie mich zum Beispiel, der sich da hinsetzt und das dann zweitverwertet. Der Prozess war in diesem Fall, wir nehmen uns ein Format, ein Livestream-Format, so wie das hier. Es war ja genau das hier, ne? Das Format hat Ja. keinen Namen, immer noch nicht, ne? Dieses hier nicht, nein. Es ist das Interviewformat quasi. Das Interviewformat, mittwochs 20 Uhr. Und da habe ich jetzt ein Video genommen. Von wann war das? Es war ein Vergleich zwischen den Werbeanzeigen. Werbeanzeigenmanager von LinkedIn und von Facebook. Und da hast du alleine die Präsentation Genau. quasi mal. Von wann war das? Keine Ahnung. Also alle Leute im Stream können mir gerne schreiben, wenn sie wissen, von wann es war. Jedenfalls von vor einigen Monaten. Da wurde ich nämlich ständig gefragt, ja, soll ich jetzt auf Facebook Werbung machen oder soll ich jetzt auf Instagram und YouTube und wo sonst noch überall Werbung machen? Und dann habe ich gesagt, lasst uns mal anfangen. Ganz einfach, super basic. Facebook, Instagram versus LinkedIn. Weil bei Facebook fielen eine ganze Menge Dinge raus und bei LinkedIn gab es andere Möglichkeiten. Genau. Genau, dieses Video habe ich mir angeguckt. Ich glaube, es ging so um die 25 Minuten. Und der Prozess ist erstmal, sich das anzuschauen und sich dabei zu überlegen, okay, was davon kann man auslagern, in meinem Fall in kurze Clips. Und zwar Clips, die funktionieren auf Social Media Plattformen wie TikTok, wie Instagram Reels, Shorts oder natürlich auch LinkedIn. Und dabei ist es ganz, ganz elementar, dass man den richtigen Einstieg findet und dass man Momente rausfiltert, die ja ansprechend sind und oder hilfreich und oder kontrovers und oder alle drei zusammen. Und genau das Okay. habe ich gemacht.
Und da würde ich am liebsten gern schon auf mein Screen verweisen. Bitteschön, Meister. Jawohl. Okay, also nicht verwirrt sein, das ist mein Programm Vegas Pro, aber alles, was ich hier zeige, könnt ihr mit jedem Videoschnittprogramm nachbauen. Und ich empfehle, das sage ich ganz oft, mein Videoschnittprogramm keinem. Ich nutze das nur, weil ich... Ich nutze es nur, weil ich damit angefangen habe und weil ich weiß, ich bin damit am schnellsten, aber für den Einstieg eignet sich das überhaupt nicht. Und die ganzen Funktionalitäten, die zum Beispiel DaVinci Resolve hat, was übrigens auch gratis ist, das Programm ist nicht, hat dieses Programm teilweise nicht und muss ich erst mit extra Plugins hinzufügen. Also ist ehrlich gesagt ein großer Abfuck, um das so zu laufen zu bekommen. Dann sprechen wir mal gar nicht über das Programm, sondern mal eher über dein Programm, das du da drinnen nämlich aufsetzt in deinem Workflow. Ganz genau. Normalerweise würde ich mir was ich gemacht habe, ist, ich habe mir alles angeschaut. Meistens mache ich das in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit und höre mir erstmal alles an. Und immer wenn irgendein Moment dabei ist, wo ich sagen würde, das eignet sich entweder gut als Einstieg, was das für Momente sein können, zeige ich euch gleich. Oder was ist ein Keypoint oder eine Aussage, die eine gute Zusammenfassung ist oder alles, was in die Richtung gute Sätze geht, die markiere ich mir erstmal alles. So, und dann, wenn ich das gemacht habe, gehe ich die Markierungen nochmal durch. Und dann überlege ich mir, okay, welche Momente will ich wirklich haben? Um euch ein bisschen Zeit zu ersparen, möchte ich einmal drei Momente zeigen, die ich am Ende zur Auswahl hatte, die ich am besten fand. So, das war einmal dieser Moment hier. Da redet Sandra nämlich über das Ausschließen von Leuten beim Targeten. So, genau. Und da fand ich diesen Satz sehr, sehr gut und ich sage euch auch warum. Einen Moment, wir lassen ihn einmal abspielen. Nur der Ton ist wichtig, Video könnt ihr ignorieren. LinkedIn. Und ich muss auch ehrlich sagen, ganz, ganz wenige trauen sich das immer zu nehmen, weil sie glauben, das wäre Diskriminierung. Ja, das ist Diskriminierung, aber es ist eine Form von Diskriminierung, die wir brauchen, weil ich will ja nicht... So, stopp. Gut der Triggersatz. Sehr, sehr gut der Triggersatz, weil das alleine, wenn man das in den Anfang packen würde, würde man erstmal so, hä? Mit so einem Gesichtsausdruck reinhören. Deswegen fand ich diesen Moment nur für diesen Satz alleine schon mal gut. Und wenn man es dann schafft, das dann umzulagern auf ein wertvolles Stück Content, wo du dann erklärst, okay, was ist damit gemeint und warum braucht man Diskriminierung im Werbetargeting, dann hast du Mehrwert erfüllt und am Anfang Clickbait gehabt. Das war ein Moment, den ich gut fand. Nächster Moment. Nächster Moment. Die ganze Crew da draußen notiert sich Clickbait. Ich bin einer der Verfechter, die Clickbait lieben, weil wir Clickbait brauchen. Unter gewissen Umständen, sage ich immer. Dann gab es diesen Moment, da hast du darüber geredet, wie man B2B und B2C unterteilt oder ob man diese strenge Unterteilung noch braucht. Und da fand ich diesen Einstieg gut. Nur B2C-Unternehmen sollten auf Facebook, Instagram werden. Ziemlicher Bockmist ist. Und vor allem... Einen Moment, einen Satz vorher hätte ich einsteigen müssen. Also deswegen glaube ich, dass diese strenge Unterteilung in nur B2B-Unternehmen sollten auf LinkedIn sein und nur B2C-Unternehmen sollten auf Facebook, Instagram werden, ziemlicher Bockmist ist. So, auch wieder schön mit einem kontroversen Satz rein, ist immer gut für einen Anfang. Oder, was noch gehen würde aus dem gleichen Moment, wo du darüber redest, über die Unterschiede, ist über Geld. Geld ist immer ein gutes Einstiegsthema. Budget, mit dem man einsteigt, völlig klar. Business to Business ist teurer. Bei LinkedIn kann ich keinen Tag Werbung unter 10 Euro im Moment machen. Das ist das Mindestbudget, damit steige ich ein. Auch immer gut. Nicht ganz so stark, aber Geld ist immer ein guter Einstieg. Und dann kommt Moment 3, für den ich mich am Ende entschieden hatte. Der 2 und 3, die gehören zusammen. Also, ich hätte mich nur entschieden, was ich als erstes gepackt hätte. Ah, okay. Und Moment 3 oder ich sag mal Ausschnitt 3, da habe ich mich für diesen entschieden. Da hast du quasi darüber geredet, wie man LinkedIn Retargeting und Facebook Retargeting kombinieren kann und wie man das zu einem Power Couple machen kann quasi. Ja. Und da fand ich diesen Einstieg gut. Bei Facebook nehme ich Lookalike Audiences und natürlich Retargeting. Das heißt, was wir sehr gerne machen, ist, dass Startups sagen, wir haben wenig Geld, wir haben wirklich wenig Geld. Im ersten Schritt möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook mal abholen. Und dann investieren wir einfach mal 500 Euro und dann holen wir die Leute mal auf eine Landingpage. Den
Ein Stück fand ich gut, weil du dort quasi eine Zielgruppe angesprochen hast, Startups. Du hast aus deinen persönlichen Erfahrungen, von deinen persönlichen Erfahrungen geredet. Und was auch gut ist, du hast quasi gesagt, 500 Euro sind wenig Geld. Das hast du nicht direkt gesagt, aber ich schneide es noch so. Und deswegen ist da eine Menge Potenzial, wo man viele Sachen kombinieren kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, für diesen Moment, wo es darum geht. Ja, erste Gedanken dazu, Sandra. Ja, ich habe definitiv erste Gedanken dazu. Erstens, wir haben vorher gerade gemerkt, Bullshit-Reden respektive provokative Geschichten funktionieren immer gut, weil du sagst, das kannst du gut als Einstieg verwenden und das funktioniert gut für Clickbait, ne? Für vorneweg quasi. Ah, genau, ja, genau. Und dann hast du auch gesagt, Geld ist immer ein super Thema. Das macht mir natürlich sofort 15 bis 20 Ideen auf, wo ich mir denke, oh, cool, meine nächsten Titel werden definitiv sich um Geld drehen, weil wir brauchen natürlich Geld, um Werbung zum Beispiel schalten zu können. Ja, super. Ganz genau. Und nur um vielleicht als Hilfe für die Leute, die das auch mal in Zukunft brauchen. Ich hatte mal so eine Liste auf LinkedIn gepostet mit so Beispielen, wonach ich immer suche nach solchen Einstiegssätzen. Es sind nicht immer unbedingt Einstiegssätze, aber Sätze, die allgemein immer gut funktionieren. Also alles Kontroverse. Wenn, wäre, hätte. Listen funktionieren immer gut. So. Marken oder Promis als erstes Wort nennen funktioniert immer gut. Extreme, das Größte, das Kleinste, ein Geheimnis, was keiner weiß oder und so weiter. Das kommt auch gleich nochmal das in dem Moment, den wir gleich, ich sag mal, zerhackseln. Zahlen und Statistiken, also mit Geld oder Fragen allgemein, funktionieren immer gut. So, und selbst wenn man die immer noch nicht findet, diesen Einstieg, da hat man noch zwei Möglichkeiten, einen guten Einstieg zu forcieren. Weil man sollte, ich mache das auch nicht immer, aber viele sagen, man soll 80% seiner Zeit in den Einstieg verwenden oder dort, oder man soll dort sein Hauptaugenmerk drauf haben, also die Hook quasi finden. Und wenn man die auf keinen Fall findet, dann hat man noch zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, die Hook als Text im Video einblenden. Das sieht man ganz, ganz oft bei B2B-Inhalten. Das heißt, wenn man wirklich gar nichts findet, dann einfach oben eine fette Schrift reinpacken mit einem guten Titel. Möglichkeit zwei, die ist mir sogar noch lieber, aber ist auch eine Premium-Lösung, wenn man die Zeit dafür hat, die Hook einfach neu aufnehmen. Das heißt, wenn man die Chance hat, dann kann man einfach, es kann auch Audio-Only sein, einfach den Satz in gut optimiert, wie man die Hook haben möchte, nochmal neu aufzeichnen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das nicht so wirkt, wie ursprünglich aufgezeichnet. Man kann auch sowas sagen, hört zu, was ich im letzten Podcast bla 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 gesagt habe zu diesem Thema oder so. Und man kann dort auch Referenzen quasi tätigen. Aber das sind zwei Möglichkeiten, wie man auch Hooks finden, forcieren kann, sag ich mal. Das ist super, das werden sich ganz viele da draußen sofort markieren, denn die Idee, wie man starke Aussagen erkennt, ist tatsächlich, glaube ich, eine der wertvollsten Fähigkeiten überhaupt. Ja, und das kommt auch, ehrlich gesagt, auch mit der Zeit. Das kann man quasi nicht von jetzt auf gleich lernen. Das ist einfach stundenlang Material durchforsten und gucken, was man daraus zaubern kann. Und für diesen Kürzungsprozess habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Oh. Genau, also dieser Ausschnitt, den wir jetzt bearbeiten wollen, der ist jetzt insgesamt, so wie man es zählen möchte, so 2 Minuten 30 lang mit Infos, die ich alles drin haben will. So, da sind aber halt auch Sätze drin oder da sind halt Sachen dabei, wo du dich wiederholst. Da sind Nebensätze drin, da sind Referenzen zu vorherigen Minuten, die man nicht braucht. So, alles, was man wegoptimieren kann, sage ich mal. Und in diesem Fall möchte ich einmal den Einstiegssatz mit euch bearbeiten. Das heißt, wir hören uns das einmal an und dann gucken wir, was können wir daraus kürzen? Was ist eigentlich wirklich nötig? So, und Sandra, ich möchte, dass du das auch machst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Here we go. Was wir sehr gerne machen, ist, dass Startups sagen, wir haben wenig Geld, wir haben wirklich wenig Geld. Im ersten Schritt möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook mal abholen. Und dann investieren wir einfach mal 500 Euro und dann holen wir die Leute mal auf eine Landingpage. So. Das will ich als Einstieg nutzen. Und jetzt ist die Frage, Sandra, was kann davon weg? Naja, ich habe zweimal gesagt, sie haben wirklich wenig Geld. Also da ist ein Nebensatz, würde ich sagen. Ich fühle mich jetzt, als würde ich am Schnittplatz sitzen und eine Prüfung abgenommen kriegen. Dafür eigne ich mich nicht. Ja, also ich glaube auch, dass man die Reihenfolge anders schneiden könnte. Ganz genau. Um das ein bisschen besser zu visualisieren, habe ich das einmal so aufgeschrieben, wie du es gesagt hast. Und darunter kommt jetzt das, was ich alles rausgekürzt habe oder was aus meiner Sicht alles raus könnte und was ich geändert habe in der Reihenfolge, so wie du es gesagt hast. Okay.
Und zwar das alles durchgestrichene kann raus. Und das Gelbe ist umgeordnet worden. Ich glaube sofort, ja. Und richtig aufgeschrieben ist es dann das hier. Startups sagen, wir haben 500 Euro, wirklich wenig Geld. Möchten, also Punkt, Punkt, Punkt. Also Startups sagen, wir möchten die Leute auf Instagram und auf Facebook abholen. Vorbei. Boah. So. Und diesen Prozess, den mache ich quasi für alles, was ich drin haben will. Das heißt, ich gehe erstmal alles durch und filter erstmal, was muss wirklich alles raus. Wir können direkt mal ein nächstes Beispiel hier uns angucken. Das hier fand ich ganz gut. Und dann sage ich, okay, nur die Leute, die auf der Webseite waren und die länger als 10 Sekunden drauf waren. Das können wir zum Beispiel optimieren zu. Und dann sage ich, okay, nur die. Das und kann weg. Dann sag ich, das heißt, wir machen dann. Dann sage ich, okay, nur die. Okay, kann raus. Okay, nur die Leute, die auf der Webseite waren und die länger als 10 Sekunden drauf waren. So, du sagst zweimal waren. Das können wir kürzen zu nur die Leute, einmal, die auf der Website waren, länger als 10 Sekunden. Ohne das zweite waren. Nur die Leute, die auf der Webseite waren und die länger als 10 Sekunden. Länger als 10 Sekunden drauf. Also die auf der Webseite. Moment. Die auf der Webseite. Länger als 10 Sekunden drauf. Sekunden. Ja, Moment, ich bin gerade kurz in meinem Zen-Modus im Schnitt. Ich finde es total super, weil das ist mega schwierig und da muss man echt eine Fähigkeit entwickeln dafür. Mir liegt es nicht. So, das müsste es jetzt schon sein. Dann sah nur die Leute, die. Dann sag ich nur die Leute, die auf der Website länger als 10 Sekunden waren. 10 Sekunden waren. 10 Sekunden waren. So. 10 Sekunden waren. So ungefähr. So ungefähr. Ihr seht nachher das Endresultat. Aber so haben wir schon mal, ich glaube, so anderthalb Sekunden gespart. Das hört sich nicht viel an, so, aber in der Masse macht's dann. Und es geht aber auch nicht immer, weil wir haben ja noch ein drittes Beispiel, weil ich wusste, mit diesem Satz will ich das Video enden lassen. Dann ist man aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg, um aus beiden Werbeanzeigenwelten einfach das Ideale rauszuholen. Da hätte ich das, da habe ich mir gewünscht, dass du gesagt, dass du den Satz besser oder anders formuliert hättest. Und zwar im Prinzip sowas wie, dann hat man aus beiden Welten das Beste rausgeholt. Aber du hast irgendwie mit so... Habe ich nicht gesagt. Dann ist man aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg, um aus beiden Werbeanzeigenwelten einfach das Ideale rauszuholen. Genau, ihr seht das Endresultat gleich. Aber es funktioniert leider auch nicht immer. Aber wenn man halt den Luxus hat, dass die gleiche Person auch was neu aufzeichnen könnte, dann hätte ich dir auch zum Beispiel schreiben können, okay, nimm mir diesen Satz nochmal exakt so auf. Und das ist auch nicht schlimm. Zum Beispiel ganz große Creator machen das auch. Das beste Beispiel ist der große YouTuber MrBeast. Der ist ja weltbekannt durch seinen Squid Game in Real Life geworden. Und wenn man sich da mal seine Videos anschaut, dann merkt man ganz, ganz oft, er macht ganz oft Voice-Overs, die nicht in seinen ursprünglichen Takes waren, wo er vor der Kamera redet. So. Und es beschwert sich niemand. Also es ist nicht schlimm, wenn man das im Nachhinein aufzeichnet, um Punkte zu verdeutlichen. Ich meine, wer soll sich beschweren, wenn du jemandem hilfst, etwas in kürzerer Zeit zu formulieren? Das ist mein Punkt immer. Ja. Ist völlig richtig, denn die meisten Leute haben ja das Problem, dass sie selbst nicht zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, jetzt ist es short und concise, wenn man das im Englischen so hübsch sagt. Ne? Das ist ja die Herausforderung, gerade die Kunst daran. Cool. Das heißt, ihr seht ja, Leute, wie viel Arbeit hier reingeflossen ist. Vielen Dank nochmal an der Stelle, lieber Franz. Das ist mega cool, dass du dich da so hineingesendet hast für uns. Ja. Ich finde es einfach nur mal mega wichtig, dass die Leute auch sehen, wie funktioniert dieser Kürzungsprozess, einfach um mal ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, es ist auf jeden Fall, ich sag mal, irgendwann, es ist auf jeden Fall Skill im Sinne von, was man sich aneignen muss. Es ist zum Glück nichts, wofür man eine spezielle Software braucht, das meinte ich ja auch. Es ist im Prinzip, Schneiden ist nicht das, was man im ersten Schritt denkt. Viele denken, Schneiden bedeutet, ich muss Premiere können. Ich muss Final Cut bedienen können. Ich muss wissen, wo welcher Button ist. Aber Schneiden bedeutet im ersten Schritt erstmal Entscheidungen treffen. Und zwar viele Entscheidungen treffen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das kannst du mit jedem Schnittprogramm machen.
Und das ist leider eine Sache, die wird einem nicht sofort beigebracht, wenn man Premiere-Tutorial eingibt oder so. Und das kommt leider erst nur nach der Zeit und mit viel Erfahrung. Ja, deshalb meine ich ja, ich finde es wunderschön, das zu sehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du als nächsten Schritt vorbereitet hast. Ja, genau. Also, wir machen einen Schnelldurchlauf durch den Prozess. Also, wir hatten diesen 2 Minuten 40 Ausschnitt, 2 Minuten 30 Ausschnitt. Und dann bin ich dann daher gegangen und habe erstmal alles hier rausgelöscht, was Nebensätze waren, was Pausen waren, was unnötige Worte waren, was Wiederholungen waren. So. Das heißt, diese ganzen Lücken hier, was hier rausgefallen ist, das war alles unnötig. Wenn man diese ganzen Lücken dann entfernt, dann ist man schon mal runter von 2 Minuten 30 auf 1 Minute 44. Das war erstmal so der erste Durchgang. Danach bin ich nochmal durchgegangen und habe nochmal gesagt, okay, was ist wirklich nötig? Was will ich mit diesem Video aussagen? Und in welche Reihenfolge bringe ich das? Wie manipuliere ich die Worte, dass die eigentliche Hauptaussage besser dargestellt wird. So, und wenn man das gemacht hat, das kommt schon in die Richtung finales Video, dann sind wir runter auf 53 Sekunden. So, und dann gibt es nochmal einen Prozess, wo ich mich wirklich, wirklich entscheide. Krass. Und nochmal, wo ich mich nochmal optimiere. Und dann bin ich runter von 53 auf 32 Sekunden. Aber das können wir gleich mal uns anhören. Da hört man noch die Schnitte. Und das ist nämlich doch die größte Sache, die Anfänger machen oder ignorieren. Und zwar die Audiospur. So, wir hören mal kurz rein. So, Moment, am Anfang. Startabsagen, wir haben wirklich wenig Geld. Investieren wir einfach mal 500 Euro. Im ersten Schritt möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook abholen, was die wenigsten wissen. So, was ich hier verdeutlichen will, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, ist, dass man die Schnitte hört. Selbst wenn man die Videospur... Ja. Wenn man die Videospur ignoriert, hört man die Schnitte. Und das ist schlimmer als jeder Jump Cut, als jede Einblendung. Und deswegen ist es dann im nächsten Prozess wichtig, die Audiospur so zu optimieren, dass selbst wenn man das Video mit Augen zu konsumiert, dass es sich halbwegs okay anhört. Sehr cool. Und das ist dann... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur sagen, sehr cool, aber das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man das dann optimiert hat. Also das ist natürlich auch Zeitaufwand, schlicht und ergreifend, oder? Zu 100%. Das Optimieren an sich geht eigentlich, wenn man die Reihenfolge hat. Das habe ich ja im Prinzip vorgemacht, wo ich das hin und her geschoben habe. Und das ist dann dieses, ich nenne es immer Crossfade Everything. So, das bedeutet, jedes Wort, was ich zusammenschnipsel mit einem anderen Wort aus einem anderen Satz, bekommt immer eine Ein- oder eine Ausblendung, damit dieser Übergang smoother ist. Ja? Und das mache ich für die komplette Videospur, das ist der ganze Ausschnitt. Und ich habe das mal gezählt, in diesen finalen 24 Sekunden, also wir waren ursprünglich bei 2 Minuten 30, sind wir am Ende runter auf 24 Sekunden, sind es 24 Schnitte, also jede Sekunde ein Schnitt. Wow. So, und jetzt ist die Herausforderung, wie macht man das, dass diese Schnitte vielleicht hörbar sind, aber nicht stören? Und das ist halt dieses Crossfade Everything. Genau. Und das hört sich dann so an. Ich mache mal die Videospur aus, damit man davon nicht so gestört ist. Vielen Dank, das lenkt mich nämlich total ab, wenn da so ein Video rumspringt, da bin ich völlig fertig mit den Nerven. Hören wir mal rein. Startabsagen, wir haben wirklich wenig Geld. Investier 500 Euro. Möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook abholen. Was die wenigsten wissen ist, wenn ich es schaffe, jemanden auf meine Landingpage zu holen, dann kann ich die Person wieder ansprechen. Nicht nur auf Facebook, sondern auch auf LinkedIn. Dann sage ich nur die Leute, die auf der Website länger als 10 Sekunden waren. Die retargeten wir. Dann ist man auf dem richtigen Weg, um aus beiden Werbeanzeigenwelten das Ideale rauszuholen. Tada! So. Krass! Krass! So, dann haben wir schon mal die Audiospur fertig. Man hört natürlich noch die Schnitte, aber es ist jetzt nicht an dem Punkt, wo man sagt, okay, es ist unkonsumierbar. So. Und das gilt es jetzt zu optimieren. Und zwar haben wir jetzt die Basis, wir haben die Audiospur, ich sage immer Audio first. Jetzt machen wir dazu eine Videospur. Da kommen nämlich völlig neue Herausforderungen. Das glaube ich sofort, weil in diesem Fall war es ein Video, wo ich manchmal vorne auf der Kamera war, manchmal reingeguckt habe in die unterschiedlichen Anzeigenmanager. Das ist eine mega Herausforderung, weil man vermutlich etwas völlig Neues generieren muss, schätze ich. Korrekt, und man muss sich halt überlegen, okay, für welche Plattform repurpose man? Wo soll der Clip am Ende landen?
Ich habe jetzt einfach mal das so gemacht, dass es auf LinkedIn und auf Reels und Shorts funktionieren könnte. Aber hätte man gesagt, okay, es soll nur auf LinkedIn sein, hätte man noch ein anderes Bildformat wählen können. Ich habe mich jetzt auf mein Lieblingsformat, das Hochkantformat, entschieden, weil dort auch die meisten User sind auf dem Smartphone. Und weil das am meisten promoted wird, sage ich mal, im Algorithmus. Ja, okay, und ich bin mega gespannt. Also du hast jetzt mehrere Videospuren auch übereinander, nur damit die Leute wissen, was sie da gerade ansehen. Genau, ich versuch das mal ein bisschen zu optimieren. Könnte das besser anzeigen? Nee, kann ich nicht. Ach, nee. Ich glaube, das ist super. Ja, das Ding ist, also ich bin quasi auf Hochkant gegangen. Mhm. Moment. Also das ist hier Hochkant. Vorher war es ja genau einmal um 90 Grad gedreht. Und die Herausforderung war ja, ich habe von dir ein 16:9 Video bekommen. Ich mache das einmal auf. So, also das war das Originalvideo. Und aber die Ausschnitte, die ich verwendet habe, da warst du nicht im Vollbild, sondern da warst du so hier, also so wie wir gerade sind. Genau. So. Und das größte Problem, was man hat fürs Repurposing, ist Kompression. Und Kompression ist a bitch. Also wirklich, es ist das Schlimmste, was einem passieren kann zum Repurposing. Weil was ich jetzt machen muss, ich muss aus diesem kleinen Ausschnitt, da muss ich quasi digital reinzoomen und muss überlegen, wie sieht das denn aus? Ist das brauchbar oder nicht? Und leider war die Kompression so stark, dass ich es nicht im Vollbild zeigen kann, ohne dass die Leute Augenkrebs bekommen. Das heißt, wie macht man daraus was Brauchbares? Sandra, was meinst du? Ja, eventuell verwendet man andere Bilder, weil eventuell ist die Bildspur gar nicht so wichtig. Die Leute gucken ja ohnehin lieber irgendwelche Stockclips, hatte ich oft den Eindruck, ne? Ja, das ist eine Möglichkeit. Also das wirst du auch gleich sehen. Ich habe quasi ganz viel Stock-Footage verwendet. Ganz viel Stock-Footage. Ich zeige euch gleich, wo ihr das auch herbekommt. Und ich habe dich dann, wenn ich dich gezeigt habe, dann nicht im Vollbild, sondern halt nochmal gecroppt und dann weiter weg, um das ein bisschen zu kaschieren. Aber selbst das ist schon an der Grenze, würde ich sagen. Wo man sagen könnte, besser wäre es, so wie wir es heute machen, dass du deine Videospur nochmal irgendwie isoliert aufgezeichnet bekommst. Und dann, das ist so quasi der Traum für jeden Videoeditor. Lasst uns Träume wahr werden lassen. Liebe Leute, wenn ihr uns zuguckt und ihr noch eine Frage habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Und wenn ihr natürlich selbst Videos aufzeichnen wollt, die dann auch wieder repurposed werden können, also bitte immer eine große Videospur zusätzlich aufnehmen. Die Botschaft ist angekommen. Also es gibt halt so oft einfach Situationen, wo Leute ineinander reden, also wenn zwei Leute im Chor sind oder so, wo quasi im ursprünglichen Format, so wie hier, wo das einfach nicht zu retten wäre, würde man nur eine Spur bekommen. Immer wenn ineinander reingeredet worden ist, dann kann man es nicht mehr retten. So, dann braucht man das nicht mehr reinpacken. Aber hätte ich von allen Videofeeds und von allen Audiofeeds die einzelnen Spuren, dann kann ich beim Repurp, beim wiederverwerteten Clip, daraus noch was Brauchbares zaubern. Und das erlaubt mir so viele Möglichkeiten. Und natürlich hat man keinen Qualitätsverlust, man kann reinzoomen, man kann Jumpcuts machen und das erlaubt einfach so viel mehr Flexibilität. So, ich würde vorschlagen, wir gucken uns einmal das finale Video an. Okay? Gerne, sehr gerne. Ich weiß natürlich, alle sind schon total gespannt, weil du ja Tage investiert hast vermutlich. Oder zumindest viel Zeit. Naja. Okay. Los geht's! Startabsagen, wir haben 500 Euro. Wirklich wenig. Ein Moment, leckt natürlich. Moment. Zack. So, nochmal. Ich mach voll beste Qualität. Bam, bam. Okay, los geht's. Startabsagen, wir haben 500 Euro. Wirklich wenig Geld. Möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook abholen. Was die wenigsten wissen ist, wenn ich es schaffe, jemanden auf meine Landingpage zu holen, dann kann ich die Person wieder ansprechen. Nicht nur auf Facebook, sondern auch auf LinkedIn. Dann sage ich nur die Leute, die auf der Website länger als 10 Sekunden waren, die retargeten wir. Dann ist man auf dem richtigen Weg, um aus beiden Werbeanzeigenwelten das Ideale rauszuholen. Tada! Wie geil ist das denn? Ah, sehr cool. Ah, wer das nicht gesehen hat, hat wirklich ein Comedy-Highlight verpasst. Ist es wirklich so, dass eigentlich die Leute, die da so Zusammenfassungen cutten, im Prinzip großes komödiantisches Talent haben müssen? Muss nicht unbedingt sein. Aber ich habe schon den Eindruck. Also, die haben natürlich einen guten Vorteil, also vor allen Dingen. Also die Leute, die das am besten können, aus meiner Sicht, sind halt die ganzen YouTube-Cutter. Und vor allen Dingen diese ganzen YouTube-Cutter, die das für Streamer machen. Und die sind meistens überhaupt nicht in dieser Bubble, in der wir uns auf LinkedIn befinden.
Und deswegen ist es auch so schwierig, solche Leute zu finden für B2B-Inhalte. Weil die sind halt in ihrer eigenen YouTube-Bubble gefangen und arbeiten halt für einen Streamer oder so, wo halt genau dieser Stil gefragt ist und diese Erkenntnisse und die dann halt mit Memes arbeiten und so weiter und so fort und das tagtäglich machen. Aber ja, also es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man das irgendwie inkludieren kann. Ja. Ich fand's was habe ich da? Was habe ich da alles gemacht, Sandra? Ich habe viele Elemente reingebracht. Ich habe viele Elemente reingebracht. So, also einmal, ein gutes Social Media Video hat folgendes Element, und zwar passiert mindestens alle 2 Sekunden etwas Neues. Und das kann man auf viele Arten konzipieren oder umsetzen. Möglichkeit 1 ist Text. Das heißt, wir sehen hier einmal am Anfang, wie ich hier etwas größeren Text habe, dann habe ich Text in einer anderen Farbe, dann habe ich mal kleineren Text, glaube ich, kleineren Text, genau. Und wenn man richtig cool ist und wenn man das für Unternehmen machen möchte, dann kann man auch noch mehr Eindruck schaffen, indem man die Schriftart kopiert, die man auf der Website verwendet. Das habe ich bei der Sandra auch gemacht. Ich bin nämlich in die Chrome Developer Tools gegangen, habe dann geguckt, welche Schriftart verwendet sie für ihre Headlines und habe die dann auch genommen, um die CI zu übernehmen, ohne dass es jetzt eine Anfrage war. So. Und in diesem Fall kommt dann noch hinzu, ich habe jetzt versucht, den Text zu optimieren, oder ich habe den Text dann noch animiert, indem ich einfach den aufploppen lassen habe, während etwas gesagt wurde. Das heißt, man kann auch einen langen Text zeigen und trotzdem da Bewegung reinbringen, indem man einfach punktuell, immer wenn etwas gesagt wird, das Wort oder den Satz aufploppen lässt. Nächstes Element ist B-Roll. B-Roll ist sämtliches Material, was man einblendet, um Schnitt zu kaschieren. Also es gibt A-Roll und B-Roll. A-Roll ist quasi das, wenn ich jetzt in die Kamera rede, und B-Roll ist alles, was man da drüber packt, um Punkte zu verdeutlichen oder um irgendwas zu zeigen oder so. Und gratis Stock-Footage bekommt ihr zum Beispiel auf diesen 3 Seiten. Das ist einmal Pixabay, das ist Unsplash und das ist Pexels.com. Ich habe in diesem Fall Pexels.com genutzt. Und da gibt es, weil das ist richtig cool, da kann man auch nach Clips sortieren, die im Hochkantformat sind. Und das sind Clips, die man auch für kommerzielle Zwecke nutzen kann. Und die haben auch recht gutes Material für kommerzielle Zwecke, was komplett gratis ist. Ehrlich gesagt, ein kompletter Segen. Und dann, was habe ich noch gemacht? Typische Pfeile habe ich da mit reingepackt. Ja. Dann, was habe ich noch gemacht? Deine Facecam habe ich ab und zu animiert. Das heißt, mal runter, mal runter, mal hoch, mal runter geschoben. Dann habe ich aus dem ursprünglichen Video ein Screencast-Element mit reingebracht. Da ist ehrlich gesagt noch ein bisschen Optimierungspotenzial, weil du siehst ja jetzt hier durch die 3 Kompressionsstufen, wie du das hier siehst, kann man gar nicht erkennen, was hier hinten ist. Das heißt, wenn man das nur optimieren möchte, könnte man da noch näher ranzoomen und das noch irgendwie mit dem Rahmen verdeutlichen und so weiter und so fort. Man muss halt immer überlegen, funktioniert mein Video selbst mit der schlimmsten Kompression? Oder das kann man in diesem Moment sagen, eher nicht so. Genau. Aber das könnte man tatsächlich neu screenshotten oder neu drehen, damit es dann auch im Repurposing noch frisch aussieht. Ganz genau. Das mache ich zum Beispiel ganz oft für Kunden, dass wenn die jetzt auch so einen 16:9 Screencast machen und die irgendwas zeigen auf dem Desktop, ich aber weiß, ich repurpose für das Hochkantformat, dann drehe ich quasi deren Gezeige auf einer Website nochmal neu, indem ich quasi in Chrome auf den Mobile-Modus gehe. Also ich kann mir Webseiten anzeigen lassen, wie sie auf dem Handy aussehen würden. Und es ist automatisch optimiert für Hochkantformat. Und das ist so ein kleiner Lifehack, ja. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch schon mal gesehen und gehört. Also die liebe Laura, die ja auch bei mir schneidet, die hat das, glaube ich, auch schon mehrfach nutzen müssen, weil es sonst einfach schlicht unmöglich gewesen wäre mit dem, was ich quasi beruflich mache. Ja. Aber das war auch ein ziemlich cooler Moment, ne? Da hatte ich auch Glück, dass ich sowas gefunden habe. Und ganz am Ende, Call-to-Action-Animation. Sehr, sehr machtvoll. Sehr, sehr machtvoll. Vor allen Dingen auf TikTok. Das Gute ist bei LinkedIn zum Beispiel, dass der letzte Frame von dem Video nach Ende der Wiedergabe noch gesehen wird, zumindest auf Desktop. Das heißt, das lohnt sich quasi, dass der letzte Frame wirklich noch die Call-to-Action-Animation beinhaltet, sodass es auch als Bild funktioniert. Deswegen habe ich mich hier dafür entschieden. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, es bleibt das Freeze am Schluss. Cool. Ja, aber nur auf dem Desktop. Auf dem Smartphone ist es der erste Frame oder das Thumbnail, eins von beiden. Okay, interessant.
Ich lerne jeden Tag was dazu. Gerade hier lerne ich eine ganze Menge dazu, nämlich, also ich nehme mal so einfach mit, so für alle, die jetzt sich denken, worüber redet die Frau heute? Heute nehme ich mal mit, wenn ich ein Video aufnehme, dann nehme ich auf der großen Kamera ein zweites Reservevideo auf, habe meinen Ton, mein Ton wird ohnehin getrennt aufgezeichnet, da habe ich Möglichkeiten immerhin in meiner Streaming-Software bei StreamYard und dann weiß ich auch, natürlich, wenn ich etwas für Hochformat drehe, dann sollte man es auch für Hochformat drehen. Also, dass man es auch wirklich so schmal zieht. In Chrome ist es ja wirklich eine ganz einfache Nummer. Cool, sehr cool. Und ich fand es am allercoolsten, dass man immer, wenn du umgeschnitten hast und irgendeinen Pfeil gesehen hat, irgendein Audiosignal noch zusätzlich bekommen hat, nämlich so ein Klingeln. Ja, das ist so, ich sag mal, das ist so die Stufe, die man ganz am Ende machen kann, um nochmal Punkte zu verdeutlichen. Und mit Soundeffekten kann man auch, ich sag mal, den simpelsten Schnitt hochwertiger werden, wirken lassen. Also ich habe zum Beispiel ja auch dieses Wusch mit dabei. Moment. So. Geld möchten wir die Leute auf Instagram und auf Facebook abholen, was sie wenigsten wissen ist, wenn ich... Genau, diesen Wusch, der funktioniert immer gut. Dann habe ich ja dieses Ding bei dem Pfeil. Nur auf Facebook. Das funktioniert immer gut, um halt Sachen nochmal zu verdeutlichen. Vor allem bei Pfeilen ist ein gern gesehenes Mittel. So typisches Mr. Beast Element ist immer, wenn über Geld geredet wird, eine Registry, hier eine Kasse klingeln zu lassen. 500 Euro. Funktioniert auch immer gut. Und ja, ich hätte hier vielleicht noch irgendwie irgendeinen Love-Sound oder so hinzufügen können. Aber so ein Knutscher. Ja, so ein Knutscher oder irgendwas, was so nach Amor klingt oder so, irgendwas Himmlisches, keine Ahnung. Oder hier, you can leave your head on oder so. Hafenspiel. Ja. Finde ich sehr schön. Das kann man alles noch machen. Und genau, die Frage ist aber natürlich, wie wird man darin besser? Und zwar ist die Antwort einfach ganz viel sowas probieren. Einfach raushauen. Und ich sage auch immer, es muss nicht immer auf dem Niveau sein, wie ich das jetzt zeige beim ersten Video. Das ist ja völlig klar. Aber man muss halt mit dem Selbstanspruch daran gehen, okay, wie kann ich mein letztes Video besser machen? Oder wenn die Statistiken nicht so sind, wie man sich gewünscht hat, was kann man noch optimieren? Wie kann man die Retention optimieren? Deswegen sind zum Beispiel alle, die für YouTube schneiden, so gut da drin, Videos eye-catchy zu machen oder um die Retention hochzuhalten, um die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Weil die Möglichkeit haben, in Statistiken genau zu sehen, ab Sekunde 17 schalten die Leute ab. Dann gucken sie sich die Video an und überlegen, okay, was war bei Sekunde 17 und machen diesen Fehler beim nächsten Mal noch nicht. Deswegen ist meine Empfehlung immer, sucht euch Leute, die Erfahrung haben, für YouTube zu schneiden. Jo. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand gerade zuguckt, bitte meldet euch. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel, dass es unglaublich schwierig ist, Leute zu finden, die diesen Job quasi übernehmen können. Und ganz viele da draußen würden auch so jemanden suchen. Ich weiß, man darf nicht so direkt fragen, aber im Prinzip ist es ja die Oberkunst, jemanden zu finden, der da einen coolen Style drauf hat und jetzt nicht 40.000 Euro kostet pro Schnitt. Ne? Also das ist so die Kunst an der Sache. Aber ich weiß, du bietest es ja für deine Kunden an und du suchst ja auch noch weiteren Leuten, die da mithelfen wollen. Zu 100%. Genau, also ich biete das im Prinzip, also das, was ich hier gezeigt habe, das mache ich den ganzen Tag für Kunden. Das heißt, wenn jemand daran Interesse hat und wir haben alle langen Content, das heißt, wenn man einen Podcast hat oder Livestreams oder Webinare oder so, ich kann sowas kurz machen. Das mache ich den ganzen Tag und wenn Leute sich das zutrauen oder Bock darauf haben, das für mich zu machen, im Sinne von Aufträge, Vermittlungen oder keine Ahnung, mein Team zu joinen, die können sich auch gerne bei mir melden. Ich bin da wirklich im Expandiermodus gerade. Aber ich habe genau dieses Problem gerade, was du gesagt hast. Ich bin halt noch oft im Lehrmodus, um zu zeigen, okay, wie bringe ich jemandem diesen Schnittziel bei? Weil das ist halt nicht das, was man in der Filmhochschule lernt. Das ist nicht das, was man zuerst auf YouTube lernt. Das ist einfach nur ein ganz spezieller Use Case, der plötzlich im Jahr 2022 auf jeder Plattform gefragt ist, aber keiner hat diese Erfahrung da drin.
Ja, es ist in der Mode gab es was Ähnliches, als Organza-Stoff aufkam. Niemand wusste, wie man mit Organza-Stoff umgeht, aber alle wollten ihn überall drin haben. Und dann haben sich die Designer einfach mal 50 Rollen bestellt und ewig lang herumprobiert. Und ein Jahr später erst hat es dann funktioniert. Und ich glaube, dass du da ein gutes Zukunftsmodell eventuell geschaffen hast. Weil ich glaube, das werden ganz viele Unternehmen brauchen. Das hoffe ich natürlich sehr. Ich wollte noch auf eins eingehen, wie man bei dem Video noch mehr dafür sorgen kann, dass man hervorsticht. Vor allen Dingen in dem algorithmusgetriebenen Plattform, also so TikTok, Instagram, Reels. Und zwar ist dort der Vorteil, dass die meisten User mit dem Intent reingehen, dass sie was mit Sound hören. Das heißt, sie haben direkt schon Ton an. Das heißt, wenn man dort schon hervorstechen kann in der ersten Sekunde, indem man einfach etwas lauter ist als alle anderen. Gutes Beispiel sind Werbeclips im Fernsehen. Also wie oft hat man irgendwas im Fernsehen gesehen und dann geht die Werbung auf einmal los und man denkt, man stirbt an Ohrenkrebs, weil die Werbung einen durch das Wohnzimmer ballert. Dieses Phänomen kann man sich auch bei TikTok-Clips zugute halten. Das heißt, meine Clips sind alle aufs Maximum komprimiert oder kompressiert, sag ich mal. Oder da ist ein Kompressor drauf, damit man lauter ist. Okay. Und Soundeffekte sind halt mit dabei, um nochmal die Attention hochzuhalten, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und das ist so einer meiner weiteren Tipps, um die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Und was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, es gibt natürlich noch Optimierungsbedarf. Das heißt, in diesem Fall würde ich jetzt hier mit Sandra zusammenarbeiten und hätte ich jetzt einen Feedback-Loop gehabt für dieses Video, hätte ich sie wahrscheinlich gefragt, die Hook nochmal entweder ein bisschen anders aufzuzeichnen oder ein anderes Bindeglied zu schaffen, weil ich wollte halt das Ansprechen der Startup-Gruppe mit drin haben, aber es gibt nicht so ein richtiges Bindeglied, wo gesagt wurde, irgendwie, das ist relevant für Startups. Das heißt, da hätte ich mir quasi nochmal eine bessere Formulierung irgendwie geben lassen oder so. Da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ne, den Rest hatten wir schon. Also Video isoliert aufzeichnen und genau. Und ein Punkt, den ich noch vergessen habe, den Leute auch immer nicht machen, Untertitel. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich kann das Video hier abspielen ohne Ton und man versteht trotzdem den Inhalt. Und diesen Aufwand, obwohl es nervig ist, aber deswegen liebe ich es so. Keiner will sich diesen Aufwand machen, weil es nervig ist, aber der Return, also das Resultat davon, ist so unglaublich groß. Alleine auf LinkedIn ist es so, dass 79% aller Nutzer, die Videos schauen, Videos ohne Ton schauen. Krass. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Das heißt, diese ganzen Leute schließt man aus, wenn man nicht dafür sorgt, dass das Video selbst ohne Ton oder Audiospur konsumierbar ist. Also wie viele potenzielle Kunden schließt ihr aus, wenn ihr euch diesen Mehraufwand nicht macht? Und das Gute an Untertiteln ist, dass sie in der Basisvariante ja sogar outsourcebar sind. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, es gibt für Unternehmen nicht mal einen Grund, also keinen richtig konkreten Grund, außer dass sie keine neuen Kunden wollen, ich kann es mir nicht anders erklären, keine Untertitel zu haben. Sandra, wie erklärst du dir das? Du, ich kann dir das ganz genau erklären. Ganz viele wissen gar nicht, was ein SRT-Untertitel ist. Ich erlebe das immer wieder. Wir kriegen Videomaterial von Kunden, die sagen, ja, wir haben da was aufgenommen. Und ich sage dann, ja, da müssen SRTs dran. Wir geben das dann an den Tom. Tom ist bei uns im Team für die Untertitel zuständig. Der tut wahrscheinlich nichts anderes den ganzen Tag, als mit einer Untertitelsoftware arbeiten und erst hören, dann wird es wieder angeglichen und so. Und meine Kunden flippen immer völlig aus, wenn ich sage, ja, da machen wir SRT-Untertitel, weil wir bei Werbeanzeigen genauso vorgehen. Da sage ich auch immer, wie, wir machen jetzt eine Werbung mit Text, die sprechen, aber da ist kein Untertitel dran. Da werde ich ganz unglücklich immer. Und dann sage ich immer so, das ist mir jetzt egal, die 50 Euro zahle ich Tom, damit er mir diese 30 Sekunden untertitelt. Das ist mir wichtig, weil das muss gut gemacht sein. Also ich bin der Meinung, das müssen alle Profis in der Werbebranche ohnehin können und alle, die Content machen, gebe ich dir recht, sollten da ganz dringend weitermachen. Apropos weitermachen, jetzt ist die Frage, wie kann man denn da weitermachen, wenn man jetzt sagt, okay, ja, er hat mich überzeugt. Gut, ich muss nochmal 50% meines Clips neu einsprechen oder vielleicht generell den Clip neu machen. Habe ich schon verstanden? Nein, bin ich gerne bereit. Deine nächsten Schritte,
Wie meinst du, wenn wollte das jetzt von mir die Dienstleistung haben wollen? Oder was ist deine Frage? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen will, ja, ist eine coole Sache, sowas hätten wir gerne für zum Beispiel unseren YouTube-Kanal, für unser, keine Ahnung, veganes Essensmagazin, für unser Motorsportmagazin, whatever, genau. Wie ist es, wenn Unternehmen auf dich zukommen, ist eher so die Frage. Ja, also die einfachste Möglichkeit, das mit mir abzuklären, ist über LinkedIn oder per E-Mail. Also bei LinkedIn ist es einfach Franz Wegner, so wie der Name hier steht. Da findet ihr mich direkt. Und ansonsten info@franzwegner.de und dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Ich mache nicht nur Clips, sondern ich helfe auch allgemein beim Thema Content Repurposing. Also bei LinkedIn sind ja auch Slideshows oder Karussellposts mega im Trend und also ehrlich gesagt so Reichweiten-Garanten, wenn man sie richtig macht. Das mache ich auch für Unternehmen und ich helfe halt auf jeden Fall allgemein dabei, aus den bisherigen Inhalten das meiste rauszuholen und in die Form zu packen, die für Reichweite optimiert sind. Weil sind wir ehrlich, so Longform-Sachen, die sind halt nicht für Reichweite optimiert. Und ja, das mache ich so den ganzen Tag und da bin ich gerne bereit, das auch für viel mehr Leute zu tun. Ich wollte nur sagen, weil das ist ja, glaube ich, das, was alle jetzt am Schluss interessiert. Erstens mal vielen lieben Dank für all deine Zeit, für alles, was du vorher investiert hast, dass du überhaupt dem Stream zugesagt hast, weil wahrscheinlich werden erst in den nächsten Wochen die Leute draufkommen, oh mein Gott, er hatte wirklich recht und sich erst dann bei dir melden. Und ich finde es einfach so mega, mega cool. Vor allem, ich finde es so schön, du hast so ein richtiges YouTuber-Setup noch, so mit dunklem Hintergrund und so. Ja, ehrlich, nach 3 Minuten, ich weiß nicht, ob es ausgefallen ist, ein meiner RGB-Lichter ausgefallen. Ich habe ja normalerweise noch so ein blaues Licht von der Seite, aber ich habe nur so akkubetriebene Dinger und da ist der Akku jetzt ausgegangen. Ich bin froh, dass die andere Seite noch hält. Aber ja, es ist noch aus meiner YouTuber-Zeit noch alles übrig geblieben, ja. Ich wollte gerade sagen, kenne ich, aber wenn du mich in so eine schwarze Box siehst, dann sehe ich leider aus wie begraben. Das ist echt ein, sagen wir mal, Problem. Ich glaube, da braucht man einfach noch mehr Licht, wurde mir erklärt bei mir. Genau. Was meinst du mit begraben? Ist einfach komplett dunkel ich, oder ich, zu blass? Ich sehe einfach nicht gesund aus. Was alle nicht wissen da draußen, ich bin in Wahrheit extrem blass. Ich habe hier nur gelbes Licht. Und weil sonst würde ich einfach, also... Ich bin, glaube ich, im gleichen Boot. Also ich bin auch sehr, 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 sehr blass, weil man halt den ganzen Tag im Videoschnittraum wie ich sitze. aber die Lösung ist darauf, genau, wie du gesagt hast, ein bisschen gelb anleuchten. Ich habe jetzt hier oranges Licht von der Seite und Weißabgleich einstellen dementsprechend. Und ich habe auch die Sättigung nochmal hochgeschraubt. Also eigentlich bin ich auch mehr Leiche als alles andere. Aber hast du extrem cool gemacht. Vielen Dank für all deine Zeit nochmal. Alle Leute, die dich kontaktieren wollen, ich schreibe gleich unten nochmal deine Kontaktdaten rein, damit auf jeden Fall dir alle auf LinkedIn folgen. Das ist nämlich extrem cool bei dir auf LinkedIn. Du lässt deine Community da darüber abstimmen, was du als nächstes machst. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie man da richtig mitgucken kann. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Die Reaktionen sind dann immer unterschiedlich, weil dann plötzlich stimmen Leute ab, die dann gar nicht die Videos gucken würden. Das fand ich so ein bisschen schwierig bei mir. Genau. Ja, schauen wir mal, ich mache zu. Also bei mir ist, ich hatte ja die Umfrage gemacht, was ich im nächsten Livestream mache. Bei mir ist, glaube ich, das Ergebnis jetzt eine Slideshow generieren. Also wie man quasi das AIDA Copywriting, Marketing, Framework, was auch immer, umsetzt auf eine Slideshow. Und das mache ich dann live in einem Stream. Termin to be announced. Okay, Leute, guckt ihr dann einfach auf dem LinkedIn vom lieben Franz nach. Nochmal herzlichen Dank für all deine Zeit. Leute, vernetzt euch mit diesem Mann. Es ist auf jeden Fall wert, vor allem es ist so witzig, so unterhaltsam. Tausend Dank nochmal für das coole Video, das du aus mir rausgeschnipselt hast, quasi aus meinem ewig langen Stream. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon bald mal wiedersehen können. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, Leute.